gemein. Was ist da oben? Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in eine neue Woche in den Business Vlog Ausgabe 204 hinein. Und obwohl es heute Sonntag ist, sind drei Personen extrem beschäftigt. Ich gerade mit dem Videoschnitt. Dann zu Gast bei mir Thomas Langer aus Deutschland. Hallo! Ihn werden wir im nächsten Jahr noch öfter in Österreich sehen und ich glaube, wir werden nächstes Jahr extrem viel auf Tour sein. Ja, für die Incruises-Idee. Ja, und die dritte Person, die Nadine, die ist gerade noch oben in der Küche, weil wir machen jetzt da bald Dienstschluss und dann bekommen wir ein gutes Abendessen. Und Frage an den Thomas, die allererste Arbeit für dich mit dem Teleprompter, wie war das? Aufregend. Obwohl er ein Vollprofi ist, aber Teleprompter und Video, das ist dann... Ich denke, ich kann ganz gut auf der Bühne sprechen, aber so Teleprompter war noch so gar nicht mein Ding. Aber eine ganz neue Erfahrung, hat total Spaß gemacht und man gewöhnt sich an alles, oder? Genau, ja. So, jetzt schneiden wir schnell das Video noch fertig und dann geht's zum Abendessen. Wir sind schon mitten in der neuen Woche drin und ich bin jetzt da auf dem Weg in die Stadt hinein. Daily Business ist alles super gelaufen heute, bis circa 13 Uhr habe ich gebraucht, dann war alles erledigt von der To-Do-Liste. Und jetzt, wie gesagt, in die Stadt hinein und dann gleich schnell weiter zum Flughafen. Ich bin am Flughafen und der Thomas ist ready für den Flug. Nicht ich, der Thomas, sondern der Thomas Langer, der fliegt jetzt zurück nach Berlin. Wir haben alles besprochen. Diese Woche wird nachbearbeitet, ja, und dann schauen wir wirklich, wie es 2019 mit der Alanui Cruises und Incruises richtig, richtig super anläuft. Nadine und ich sind jetzt da bei der nächsten Location, denn heute haben wir Weihnachtsfeier vom Wirtschaftsbund Nördliches Liebochtal. Da bin ja ich der Obmann. Nadine ist auch schon da. Hallo. Ja. Und jetzt gehen wir wunderschön Abendessen und es ist die erste Weihnachtsfeier im heurigen Jahr, gell? Ja. Nummer 1, ich glaube 4 oder 5 Folgen. Ja. Sehr erfolgreicher Tag heute am Vormittag, Termin gehabt mit neuen Partnern für die Alanui Cruises, also das läuft Step by Step an. Dann habe ich einen richtigen Stress heute, gestern auch mit der Post gekommen, dass der neue WLAN-Router für mein Internet zu Hause von 3. Jetzt muss ich schnell weiter zur Weihnachtsfeier vom Lions Club, also die zweite Weihnachtsfeier in der Woche, am zweiten Tag, also wirklich arg. Das heißt, schnell in die Stadt hinein, Krawatte rauf und dann einen schönen Abend genießen. Dann ein bisschen blöd auch noch, eine Mitarbeiterin ist krank geworden, deswegen auch noch Telefondienst, was nicht so geplant war. Die Nadine beim Friseur, also heute ist das richtig heavy, also von dem her, aber... Ist so. 19 Uhr, wir sind in der Stadt angekommen. Richtig stressig, jetzt geht's rauf zum Schlossberg. Nadine mit neuer Frisur. Könnt's liken. Ja. Jetzt rauf zum Schlossberg und dann gemütlich Weihnachtsfeier. Ich komme gerade von einem sehr besonderen Termin. Mein Auto, meine C-Klasse, ist seit gestern bei einem Autoaufbereiter gestanden und es war mehr als dringend notwendig, ja, weil ich habe die letzten 2 Jahre wirklich keine Zeit gehabt, mein Auto so richtig zu pflegen. Ja. Das heißt, außen alles zu putzen, drinnen zu saugen und so weiter und auch, was wichtig ist, Flugrost entfernen und die ganzen Kleinigkeiten. Ja. Mein Baby ist ja auch schon ein 2007er Baujahr, sprich, der ist jetzt auch schon 11 Jahre alt, aber ich liebe dieses Auto. Erstens vom Verbrauch jetzt daher und natürlich, ich bin normal, das seht ihr eh, nicht so dieser materielle Typ, aber man sollte sich im Leben schon auch was gönnen. Ja, da geht es wirklich darum, okay, ich möchte mit einem schönen Auto fahren und ich liebe eben in dem Fall die Mercedes, die C-Klasse, ich habe auch schon so eine E-Klasse im Auge mal, wenn es so richtig gut läuft, ja, aber wie gesagt, ich liebe meinen Stern und jetzt, da ist er so richtig super aufbereitet, richtig poliert, der Lack, der glänzt richtig, ja, aber das seht ihr nicht gleich selber.
jetzt ein kleiner Rundgang um mein Auto herum. Also ich liebe es schon. Also es ist ein richtig cooles Auto. Ja, obwohl er auch schon 11 Jahre alt ist. Ja, aber so blöd es jetzt der klingen mag, auch beim Autokauf schaue ich darauf, dass ich als Unternehmer noch die richtigen Vorteile bekomme. Ja, es gibt in Österreich noch ein paar Dinge, wo man als Unternehmer auch beim Autokauf nicht nur Geld sparen kann, sondern auch noch Vorteile hat. Ja. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, kein Problem, unten einfach in die Kommentare hineinschreiben. Dann können wir auch kurz über dieses Thema reden, wie man ein schönes Auto fährt, aber das als Unternehmer dann auch richtig nutzen kann. Ja. Was war gestern jetzt noch? Weil gestern habe ich ja keinen Business-Vlog gedreht. Ja. Grund war, es hat am 4. Dezember eine neue Verordnung des Gesundheitsministeriums gegeben und das hat die Alanui beeinflusst. Ja. Und zwar bei unseren CBD-Produkten von BioBloom. Ich bin auf der einen Seite froh, dass diese Verordnung gekommen ist, weil das grenzt jetzt da auch wieder sehr, sehr viele Anbieter im CBD-Bereich aus. Ja. Der Grund ist ja, in den letzten 1,5 Jahren oder im letzten Jahr hat es einen sehr, sehr starken Wildwuchs gegeben. Alle möglichen CBD-Produkte gibt es am Markt und ich bin wirklich und ich kann euch wirklich nur empfehlen. Ja. Das ist natürlich jetzt, da wäre es auch für meinen Vorteil, wenn ihr es über Alanui kauft. Na, nicht, na, ja. Aber bei BioBloom und auch bei Alanui, da weiß ich, was steckt dahinter. Ja. Gerade bei dem CBD-Produkt und ich habe es ja auch gesehen, wo ich mit der Nadine bei BioBloom war. Ich habe die hinter die Kulissen geblickt. Ich kenne die Firma, ich kenne die Personen dahinter und da kann ich mit reinstem Gewissen die CBD-Produkte weiterempfehlen. Ja. Gesetzeslage schaut also so aus, wir dürfen ganz normal weiter verkaufen, ja, aber nicht mehr als Nahrungsergänzungsmittel, sondern als Hanf Aroma-Extrakt, ja, und das Kuriose ist ja, es muss aus der Verpackung oben stehen, nicht zum Verzehr geeignet. Komisch, oder? Ist halt so. Aber wir dürfen es ganz normal verkaufen. Jetzt nicht mehr mit 10% Mehrwertsteuer, sondern wieder mit 20%. Und das hat mir gestern wirklich einen halben Tag Arbeit beschert. Ich musste alle Produktbilder austauschen, Texte adaptieren, Preise neu kalkulieren und so weiter. Ja. Aber das gehört auch ab und zu als Unternehmer dazu. Das war es jetzt für diese Woche, für den Vlog 204. Wir haben extrem viel vorbereitet für 2019. Ich freue mich richtig schön drauf, obwohl jetzt auch schon der Countdown läuft für die letzten Business Vlogs im Jahre 2018. Nächste Woche noch etwas und dann wird einmal runtergefahren, dann wird einmal Pause gemacht, es wird erholt und 2019 dann richtig losgestartet. Ja. Wenn euch die 2.4er Ausgabe gefallen hat, wieder natürlich Daumen nach oben, Kommentare unten in der Infobox hinterlassen und worüber wir uns immer wieder freuen, ist natürlich, wenn ihr uns ein Abo hier auf dem Kanal da lässt. In dem Sinne noch schöne Adventszeit, bis zur nächsten Woche. Alles Liebe, euer Thomas.